Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Nur ein bisschen verschnupft, aber das kriegen wir doch schon hin. Wir sind bei Disney December 2. Also 2. Das Ding vom letzten Jahr, also aus 2015, ist verlinkt. Wer da die 24 Türchen sich angucken will, der kann das gern tun. Ich habe aktuell 30 Sachen zur Auswahl für 24. Das heißt, da wird aber noch eine Menge wegfallen. Aber ich kriege das schon irgendwie zusammen, weil sonst haben wir noch... würde ich dann mit irgendwelchen Games auffüllen, die in den Disney-Bereich fallen. Also so ist das nicht. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir das dieses Jahr nicht fertig kriegen. Ich werde auch etwas kurz, das nur so vielleicht auch für euch mal als Info, da wir wahrscheinlich in diesem Ding jetzt hier auch eine Menge Sequels haben, werde ich nicht dann die großartige Story von Filmen und sonstiges nochmal runterreißen, weil das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Bei Tarzan werde ich es noch tun, weil das ist neu. Und was ich so gesehen habe... ich glaube, das meiste ist nachher Game Boy Advance, DS, also da geht's dann so richtig hin. Ich habe sogar gesehen, es gibt sogar ein DS-Game von Frozen, also nur damit ihr mal wisst, so welchen Bereich wir da alles haben. Ich nehme auch ein bisschen Freiheit, bei einigen Sachen ein bisschen zu gucken, das sage ich dann aber auch noch in der jeweiligen Folge. So, das reicht jetzt aber auch, glaube ich, erstmal fürs Gewäsch, weil die meisten Leute sind eh jetzt schon angepinkelt. Ich muss aber gleich noch was zu diesem Game auch noch sagen, aber machen wir mal eben kurz die... Stats, wie das so schön heißt. Also, Film kam raus 1999, basiert natürlich auf Tarzan von Edgar Rice Burroughs aus dem Jahre 1912. Was alles geändert wurde, ist auf Wikipedia wunderbar gemacht, also das ist großartig. Die Musik ist von Phil Collins, die ist nach meiner Meinung auch sehr gut gewesen. Was ganz schön ist, ich glaube erst seit 2012 haben wir das Ding auch unzensiert in Deutschland. Das ist kein Witz. Ja, also 52 Sekunden haben sie irgendwie geschnitten. Hätten sie bei Lilo und Stitch auch gemacht, wobei ich nicht mal weiß, warum. Hier kann ich mir vorstellen, es wird dann die Todesszene sein, die sie wahrscheinlich entfernt haben. Anke Engelke, die bekanntermaßen jetzt auch Marge Simpson ist, hat hier die Jane gesprochen, auch richtig gut. Über die Synchro kann man sich nicht beschweren. Es gibt da nochmal ein Direct-to-DVD. Ich glaube, Tarzan 2 kam tatsächlich, glaube ich, ins Kino. Ich glaube, nur nicht bei uns, glaube ich. 2002 kam dann also Tarzan und Jane raus. Basiert allerdings auf der Serie. Ist irgendwie ein Zusammenschnitt der Folgen 37 und 39. Gibt es ja auch gerne im Anime-Bereich auch gerne mal. Und warum nicht auch bei Disney mal. 2005 kam dann Tarzan 2 raus. Das ist dann eigentlich wieder Tarzan 0, weil das ist die Prequel-Story wie Tarzan als Kind. War, glaube ich, tat nicht ganz so weh, aber Tarzan ist der definitiv bessere Film. Ich war damals positiv überrascht. Ich fand den sogar wirklich gut. Und das Game hier auf dem N64 hat, es geht auch vollkommen in Ordnung. Also wenn ihr das findet, ich glaube, so ein 10er oder so müsste leider auch schon da finden, steht eben auch leider Disney drauf. Aber geht in Ordnung. Hat, werdet ihr gleich sehen, deutsche Synchro. Hat auf dem Emulator hier ein Problem, sage ich aber gleich auch noch was zu, aber ich wollte euch unbedingt die deutsche Fassung zeigen, weil die englische, also die NTSC-Fassung hat diese Fehler nicht, die PAL-Fassung hat sie. Ja, thanks for emulation. Ich starte mal einfach. Willkommen im Dschungel. Könnte so die Geschichte sein, wo ich die ersten YouTube-Videos hochlade. Kommt mir manchmal auch so vor. So, lass mal labern. Und im Original, könnt ihr euch vorstellen, habt ihr natürlich keinen Hall. Also sonst, das ist das, sonst funktioniert das alles recht gut. Also auch hier auf der Emulationsgeschichte. In der NTSC-Fassung habt ihr das Problem witzigerweise nicht. Aber wie gesagt, in der NTSC-Fassung gibt es eben nochmal keine deutsche Fassung. Ich glaube, ihr könnt mir da irgendwie nachfolgen. Deswegen wollte ich euch diese Fassung auf jeden Fall zeigen. Ist ein unglaublich solider Plattformer. Ah, genau, da ist werfen. Ich glaube, das erzählt er mir aber gleich auch noch. Oder auch nicht. Naja, aber auf jeden Fall seht ihr, das ist wirklich, geht vollkommen in Ordnung. Was ich so ein bisschen gesehen habe bei der Reihe, als ich mich so ein bisschen kundig gemacht habe, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Es sind natürlich unglaublich viele Plattformer. Also, sind die üblichen Lizenzsachen halt, ne? Ja, ist also ein Safe-Punkt.
Aber ihr seht, ich finde das ganz schön. Ich glaube, auf dich kann ich springen, ne? Oder auch nicht. Komme ich gleich von der anderen Seite hin, oder was? Boah, treff ich Eier, also. Ja, jetzt habe ich getroffen. Okay, so kriege ich das. Nö, aber ach, das geht als Plattformer vollkommen in Ordnung. Aber wie schon gesagt, so könnt ihr euch drauf freuen, sind die meisten Games dann leider auch. Ja, mal gucken, ob ich das so ausprobiere. Aber ja, das ist, das war auch kein schlechter Film. Und ihr seht, glaube ich, das geht auch vollkommen okay. Also. Ich weiß ja, groß an den Rimto wird sich freuen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um ein N64-Game, aber ist nicht unbedingt ein schlechtes. Ah, komm. Machen wir mal platt hier. Und na komm. Wir sind nicht der freundliche Dschungelbewohner. Wir werfen alles, was nicht bis 10 auf dem Baum ist. So, jetzt erklärt er uns die Buchstaben. Ist also alles noch Tutorial, ne? Ja, so wie ich es bei den anderen Sachen auch mache. So wie ich es die ganze Zeit schon mache. Warte mal, komm ich da? Warte mal, komm ich da bestimmt von der anderen Seite drauf, ne? So. Muss doch das A abräumen. Genau. Ist hier unten noch irgendwas? Ja, auch wunderbar. Also, ihr seht, als Plattformer geht das vollkommen in Ordnung. Macht doch seinen Job ganz gut. Und es wird wieder gelabert. Genau, dann können wir nämlich auch klettern. Ich springe natürlich vollkommen wieder vorbei. Haha. Was er abgeräumt. Hier weiß man da lang. Ach, Karte. Und das nächste Tutorial. Gut, wenn ich von der Seite eh nicht, muss ich von der anderen Seite machen. Ah. Oh, ich treffe. Das ist doch. Was habe ich denn für ein Zielwasser hier? Ist ja unglaublich. Wo ihr das seht, natürlich könnt euch dann eben, wie schon heute, dann auch auf das Debüt von Disneys Prinzessin eine märchenhafte Reise freuen. Wenn ihr wüsstet.
Da habe ich schon was aufgenommen. Wo ihr das hier gerade seht. Also. Das seht ihr aber bekanntermaßen früher. So, einmal Z. Oh, das geht vollkommen in Ordnung. Also. Können ja mal irgendwelche Sammler mal aktuell schreiben, was das aktuell kostet. Ja, auf den konnte man springen, genau so war das. Aha. Komme ich denn jetzt zum A? Achso, der bewegt sich, genau. Auf, ne? Also Kinderplattformer, das ist genau meine Welt. Ich kann auch schon mal ein bisschen was erwähnen, das werde ich aber nochmal im Zusatzvideo erwähnen, wo ihr das hier mal seht, weil sind ja die Leute, die das hier gucken, sind ja eh nur meine Stammzuschauer. Ich werde dann mal in den nächsten Tagen für die Leute aufrufen, die sollen sich mal ein bisschen angucken, was ihnen 2016 besonders gefiel oder eben auch nicht. Und das werde ich dann alles, wie schon gesagt, in den Sachen dann auch mit einbauen. Das war Level 1, ne? Ich mach doch weiter. Da seht ihr auch, wie groß das Game ist. Erste Schritte. So, ich glaube, jetzt ist das Tutorial auch beendet, glaube ich. Jetzt können wir da ein bisschen durchzocken. Also, es ist ein solides... Es ist noch nicht vorbei. Tolle Idee. Machen wir nochmal ordentlich. Hau ab. Aha, der ist da hinten. Nochmal tricksen, dass ich da hinkomme. Aber ich glaube, dass das Gros dieses Games habt ihr, glaube ich, jetzt gesehen. Das geht in Ordnung. Film, wie schon gesagt, wer ihn nicht gesehen hat, lohnt sich auf jeden Fall. Ist definitiv einer der besseren. Alter, warte mal. Das nehme ich aber persönlich. Was ich euch jetzt meistens bei dem Special jetzt allerdings nicht unbedingt sagen kann, was jetzt als nächstes kommt. Ich meine gut, dass wir chronologisch durch die Filme gehen, das hat sich schon wahrscheinlich rumgesprochen. Aber es hängt ja immer ein bisschen davon an, was kann man so zeigen, was kann man hier zeigen. Also wenn alles gut läuft, dann, ich weiß so, der Galvatrons ist auch so, der Totti ist auch so ein N64-Fan. Dann kriegen wir in einem Special definitiv mindestens 3 N64-Titel. So, kommen wir mal mit. Zick. Na, und weg mit dir. Gut, würde ich sagen, ist das ein guter Übergang. Bin auch sogar knapp bei 15 Minuten. Das reicht auch, glaube ich, für so ein kleines Ding. Das war also Folge 1 vom Disney-Samba, sozusagen Türchen 1. Und freut euch mal darauf, was morgen kommt. Ich bin euer Mr. Venom 1975 und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.